Ja, das war, da waren die jüngsten Entwicklungen in Westler noch gar nicht bekannt gewesen. Und ich denke, dass die jüngsten Ereignisse verdeutlichen, dass wir offensichtlich in Wetzlar, in der ganzen Region Mittelhessen, ein Problem mit Rechtsextremismus haben. Und das zeigt sich spätestens daran, dass eben in der Nacht zum 5. März, ihr wisst das alle, ein Brandanschlag verübt wurde auf das Haus einer Familie. Das ist höchstwahrscheinlich ein Brandanschlag, der von Seiten der Neonazis verübt wurde. Das deutet da viel darauf hin, weil das Haus vorher ja schon mit Hakenkreuzen beschmiert wurde. Und ganz offensichtlich richtet sich dieser Anschlag gegen einen Antinazi-Aktivisten. Und ich denke, liebe Freundinnen und Freunde, das ist wirklich eine neue Stufe der Gewalt, dass durch einen Brandanschlag mitten in der Nacht auf ein Haus, in dem Kinder schlafen, wer das macht, der möchte, der gefährdet das Leben von Menschen und er möchte offensichtlich Menschen töten. Und deshalb finde ich es ganz toll, dass es in Wetzlar geschafft wurde, in kürzester Zeit nach diesem Anschlag ein Bündnis auf die Beine zu stellen, ein sehr breites Bündnis, angeführt vom Oberbürgermeister Herr Dette, vom Landrat, vom DGB-Vorsitzenden, der ja das Ganze auch mit initiiert hatte und das Bündnis zusammengetrommelt hat, unterstützt von Sportvereinen wie der HSG Wetzlar, unterstützt von der Fußballweltmeisterin Nia Künzer, von Kirchen unterstützt. Es war ja auch ein Mitarbeiter der katholischen Kirche, der Opfer des Anschlags gewesen ist, unterstützt von Parteien. Und ich denke, es ist ein Riesenerfolg, dass da letzte Woche 1000 Menschen zusammenkamen zu dem Mahngang, um ein Zeichen der Solidarität mit der betroffenen Familie zu setzen, ein Zeichen zu setzen gegen rechte Gewalt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, das dort gesetzt wurde, weil hätte nicht vielleicht ein Nachbar zufälligerweise das Feuer in dieser Nacht bemerkt, dann weiß man nicht, wie das ausgegangen wäre. Und ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass das Leben in Wetzlar und das Leben in der ganzen Region für alle Menschen lebenswert bleibt und dass das Leben nicht durch Brandanschläge und Gewalttaten der Rechten gefährdet wird. Die Initiatoren dieser Proteste haben alle Abgeordnete, alle Landtagsabgeordneten, die für diese Region zuständig sind, wo ich auch dazu gehöre, auch wenn ich hier nicht wohne, angeschrieben und gebeten, diesen Aufruf gegen rechte Gewalt mit zu unterzeichnen und mit dazu aufzurufen, an diesem Mahngang teilzunehmen. Ich halte es für ein fatales Zeichen, dass die Landtagsabgeordneten von CDU und FDP dieser Bitte nicht nachgekommen sind, weder den Aufruf unterzeichnet haben, noch bei der Kundgebung selber präsent waren. Das finde ich ganz fatal. Wir haben als Linke ja eine Aktuelle Stunde zu den Ereignissen in Wetzlar beantragt im Landtag. Die hat gestern Morgen auch stattgefunden mit dem Titel Kein Platz für Nazis in Hessen gegen Rassismus und rechte Gewalt. Und ich gab dann, als ich das dem Hans-Jürgen Irmer auch vorgeworfen habe, dass er eben als zuständiger Abgeordneter, als Vorsitzender der CDU im Lahn-Dill-Kreis, als direkt gewählter Abgeordneter hier in Wetzlar, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion der CDU, das nicht für nötig hält, öffentlich sich zu erklären, öffentlich Farbe zu bekennen, öffentlich sich zu solidarisieren, wenn das Haus in seinem Wahlkreis, das Haus einer Familie in Brand gesteckt wird. Daraufhin antwortete Hans-Jürgen Irmer, er sei nicht eingeladen worden. Das ist natürlich erstens nachweislich falsch, weil ich mit der gleichen E-Mail angefragt wurde, die er auch bekommen hat. Und zweitens ist es natürlich hanebüchen, wenn er erzählen möchte, er hätte nichts davon mitbekommen, dass hier in Wetzlar ein zweites Bündnis entstanden ist und dass hier es einen Mahngang gegen rechts gegeben ist. Also das ist nachweislich falsch, aber ich finde, die absolute Höhe ist, dass CDU und FDP den Antrag, den wir als Linke in den Landtag eingebracht haben, nämlich dass sich der Landtag solidarisiert mit den Opfern rechter Gewalt, dass wir den Opfern von rechter Gewalt unsere Anteilnahme als Landtag aussprechen und alle dazu auffordern, gegen Nazis aktiv zu werden, dass CDU und FDP sich nicht enthalten haben, sondern sie haben gegen diesen Antrag gestimmt. Und das ist wirklich ein fatales Zeichen, dass man an der Stelle keine Mehrheit, keine Möglichkeit hat, dass der Landtag als Ganzes sich dafür ausspricht, rechtsradikale Straftaten zu verurteilen. Haben Sie es auch begründet? Sie haben es begründet, würde ich so nicht sagen. Also Sie haben sich, die Redner von CDU und FDP, haben sich ehrlich gesagt vor allem geweigert, über das Thema zu reden. Sie haben sich hingestellt und haben gesagt, ja, das ist ganz schlimm, aber linke Gewalt ist auch schlimm. Ja, wir haben ein Problem mit rechter Gewalt, aber gucken wir doch mal die linken Gewalttäter. Und ich finde, das ist natürlich ein Riesenproblem. So werden natürlich Antifaschisten auch diffamiert, indem man eine Gleichstellung betreibt zwischen Rechts- und Linksradikalismus.
Und ich bin auch der Meinung, ich sage jetzt nicht, dass mehr brennende Mülltonnen ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sind, ein geeignetes, aber es gibt einen Unterschied zwischen einer brennenden Mülltonne und einem brennenden Haus, in dem Kinder schlafen. Noch ist es ja noch ist es noch nicht bekannt, dass es aus rechter Richtung kommt. Ich habe ja gesagt, dass es höchstwahrscheinlich so ist und dass viel darauf hinweist. Also ich bin dagegen, eine Gleichsetzung zu betreiben und ich halte es für einen Skandal, ich halte es wirklich für einen Skandal, dass die CDU sich weder an dem Mahngang beteiligt hat, noch im Landtag diesem Antrag zugestimmt haben und sich so verhalten hatten, als hätten sie davon nichts gewusst. Und ich finde, wenn man sich das Verhalten auch sonst anschaut, eines Hans-Jürgen Irmer, wir hatten das ja schon mal auch als Aktueller Stunde im Landtag beantragt, der einen Wetzlar-Kurier vertreibt, in der Auflage von 100.000, der hier in alle Haushalte verteilt wird. Wenn man sich anschaut, was eine Hetze in diesem Wetzlar-Kurier betrieben wird, also die vorletzte Ausgabe, die getitelt hat mit dem Titel Danke Schweiz, Minarette sind politische Symbole. Das aber ein Artikel, den Hans-Jürgen Irmer geschrieben hat, in ganz Europa hat die Volksabstimmung in der Schweiz tiefe Besorgnis ausgelöst. Tiefe Besorgnis ausgelöst, weil es ein wirkliches Problem ist für den interkulturellen Dialog, für den interreligiösen Dialog, ein solches Votum. Und Hans-Jürgen Irmer schreibt einen Artikel, in dem es heißt, ich zitiere, wenn man darüber hinaus über den Islam in Deutschland spricht, wohingegen in Deutschland, fallen meine Begriffe wie Ehrenmorde, Zwangsehen, Rolle der Frau, genitale Verstümmelung, teilweise fehlender Respekt vor staatlichen Institutionen ein und man kann es ergänzen durch fehlende Religionsfreiheit in islamischen Ländern, durch fehlende Meinungsfreiheit, durch Christenverfolgung in fast allen Islamstaaten dieser Welt. Das Problem ist, dass Irmer versucht, den Eindruck zu erwecken, dass der Islam gleichzusetzen sei mit Terrorismus, mit Unterdrückung und mit Gewalt. Und dadurch werden natürlich die hier lebenden Musliminnen und Muslime aufs Übelste diffamiert. Und es werden Ängste geschürt und Vorurteile geschürt, die irgendwann dann auch in Hass und in Gewalt umschlagen. Ich finde, dass diese Erklärung zum Minarettverbot ist ja kein einmaliger Ausrutscher. Wenn man sich das anschaut, welche Parolen in diesem, also man darf ja nicht vergessen, das ist eine lokale CDU-Zeitung. Ja, also das ist ja nicht irgendein Ding, sondern es ist eigentlich eine Parteizeitung der CDU, La Ville, die dann Überschriften trägt wie verschärfte Überwachung von Moscheen gefordert, islamischer Religionsunterricht ist das Einfallstor für die Fundamentalisten, für Europa, gegen Eurabien, die schleichende Islamisierung Deutschlands und Europa ist in vollem Gange, Siegeszug der Islam geht über die Kreissäle, Neues aus der islamistischen Welt, die Moscheen sind unsere Kasernen und Zitate wie Islamisten erheben Weltherrschaftsanspruch. Also das erinnert schon frappierend an, also diese Hetze, die dort betrieben wird, glaube ich, übelste Erinnerungen und ich will da jetzt gar nicht mehr so viel lange zitieren, weil da muss man wirklich kotzen, wenn man das liest und erst recht, wenn man es dann auch noch zitiert. Aber durch geschmackloseste Reime werden dort gegen Moscheen wird gehetzt, gegen Muslime, gegen Migranten und wenn solche Zeilen in alle Haushalte verteilt werden, dann ist das eben, dann schafft es eine gesellschaftliche Stimmung, die ganz gefährlich wird. Und ich finde, dass wir ohnehin sehen müssen, dass seit dem 11. September gerade Musliminnen und Muslimen an vielen Orten unter Generalverdacht stehen. Und dass sie oftmals, ohne dass sie irgendetwas dafür können, Opfer werden von Rasterfahndungen, dass sie rassistischen Vorurteilen ausgesetzt wird. Und wir haben ja auch in Wetzlar die Situation, das war ja nicht der erste Brandanschlag. Wir haben einen Brandanschlag gehabt auf eine Moschee, auf einen türkischen Verein, muslimische Gemeinden, sagen, dass sie Drohbriefe bekommen mit rechtsradikalem Hintergrund. Und ich denke, dass in einer solchen Situation dann weiter Ängste zu schüren, ja, statt genau diesen Ängsten entgegenzuwirken und für ein friedliches Zusammenleben hier einzutreten, das finde ich schon ungeheuerlich.